Hallo, ich heiße Maria, ich bin Produktmanager von Bosch. Heute sprechen wir über unsere Proco 18 Volt Akkus und den schnellsten Lader der Welt, GAL18V-160C. Und heute habe ich einen speziellen Gast bei mir. Hallo. Hallo, ich bin der Schützi, Andreas Schützenberger von IE-RAMS. Ich baue Skateparks. Seit mittlerweile einem Jahr arbeite ich mit dem Proco Akkus. Den habe ich vor kurzem bekommen und habe da bestimmt noch ein paar Fragen dazu. Das Bosch 18-Volt-Akku-Programm besteht aus Standard-Akkus und Proco 18-Volt-Akkus. Die marschieren dermaßen nach vorne und haben so eine lange Lebensdauer im Vergleich zu denen. Kannst du mir das vielleicht erklären, an was das liegt? Das ist das Herzstück des Akkus, eine Hochleistungszelle. Der Vorteil der Zelle ist der geringere Innenwiderstand. Dann kannst du die höhere Entladeströme über längere Zeit aus dem Akku ziehen. Also ich merke natürlich bei extremen Anwendungen, wie zum Beispiel Winkelschleifer, dass die Akkus dann irgendwann heiß werden. Wie löst er das Problem? Da musst du dir drei Punkte merken. Punkt Nummer eins, spezielles HDPE-Material. Mhm. Das ummantelt die Zellen vollständig. Mhm. Also das heißt letztendlich, die Wärme wird gleichmäßig abgeleitet. Richtig. Punkt Nummer zwei, die Kupfer-Zellenverbindungen. Kupfer verteilt die Hitze gleichmäßig und leitet aus dem Akku ab. Punkt Nummer drei, keine Luftzwischenräume, wo die heiße Luft stecken bleiben kann. Prinzip, kleine Akkus, kleines Gerät, große Akkus, große Geräte. Ich arbeite gern mit diesem 8 Ampere Akku, hat meiner Meinung nach die beste Performance. Also sprich Leistung, Durchhaltemöglichkeit ist der 8 Ampere am liebsten. Bei der Handkreissäge fange ich auch mit dem 8 Ampere an. Ich nehme gerne den 12er. Der macht richtig Dampf und hält richtig lange durch. Wie ist es eigentlich mit dem Ladegerät? Ich sehe hier Active Air Cooling. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass GAL18V160 mit zwei Lüfter ausgestattet. Durch diese Lüftungsschlitze kommt die Luft raus und pustet die Akkus an und kühlt sie effektiv runter. Okay. Und ist es wahr, dass das schnellste Ladegerät der Welt ist? Ja, das ist 16 Ampere Lader. Das schnellste Ladegerät der Welt. Wow, wow. Ich habe da noch so einen Button entdeckt, dieser Powerboost-Button. Kannst du mir den auch noch mal erklären? Powerboost ist ein spezieller Lademodus, das lädt die Akkus mit extremer Geschwindigkeit bis 50%. Und was ist mit den Akkus? Können die dann schneller kaputt gehen? Oder? Weil das ist ja auch immer so ein wichtiges Thema. Das ist unbedenklich für die Akkus, weil nach 50%, wenn der Akku drin bleibt, geht die Geschwindigkeit runter und lädt die Akkus bis 80% in Long Life Mode. Super. Dann noch eine Frage. Ich habe ja noch die normalen Standard-Akkus. Geht das Ladegerät auch dafür? Ja. Alle 18-Volt-Akkus sind kompatibel mit allen 18-Volt-Ladegeräten. Das ist auch der Fall. Allerdings, die Modi können nur mit Prokos angewendet werden. Das Ladegerät hat vier Modi. Standard, Powerboost, Long-Life-Modus und Storage-Modus. Die letzten zwei kann ich nur über Bosch Toolbox-App aktivieren. Long-Life-Modus heißt, ich lade die Akkus bis 80% mit einer langsamer Geschwindigkeit. Die Akkus werden schonend geladen. Storage-Modus nutzt du nur, wenn du sagst, okay, die Akkus brauche ich jetzt nicht für die nächsten drei Monate. Mhm. Deswegen du lädst die im Storage-Modus und dann kannst du die ins Regal reinlegen. Eine Funktion zum Beispiel über den Gesundheitszustand von dem Akku, das wäre für mich interessant. Und das hast du über die App. Zeig mir das bitte mal. Das heißt Akkuzustand. Du musst deine Akkus im Standard-Modus bis 100% laden und dann kannst du ablesen, wie gesund dein Akku ist. Ja, Maria, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich habe auf jeden Fall was gelernt. Ich hoffe, ihr auch da draußen. Bosch Professional, mir hat Spaß gemacht. Bis bald, macht's gut.